Jo Leute, was geht? David von iDesignisch hier mit einem neuen schnellen Tutorial für euch, und zwar wie ihr Seide erstellen könnt, beziehungsweise so ein Seidentuch. Ist ganz nett, ich hoffe ganz schnell, ich beeile mich. Ich hatte hier mal mir also ein Lightroom erstellt gehabt. Ist nichts Schönes, ist einfach nur im Endeffekt ja, so eine Platte hier quasi und dann zwei Lichtpunkte. Also nichts Schönes, nichts Aufwendiges, aber sollte genügen. So, dann machen wir uns als erstes mal einen kleinen Podest. Also quasi so wie war, so als Tisch, sage ich mal, wenn wir jetzt einen Tisch erstellen würden. Und zwar nehmen einen Zylinder, den machen wir ein bisschen größer natürlich. Ich denke, so ist eigentlich schon ganz okay. Ne, okay, ist ein bisschen lang. Stellen wir am Boden. So ist doch okay. So machen wir ein bisschen Rundungen rein, weil nichts ist ja wirklich 90 Grad, also im 90 Grad Winkel. Zumindest nicht, wenn ich das so weiß bisher. Deswegen machen wir ein paar Rundungen rein. Ich denke mal, so ist okay. Ungefähr so, genau. So, dann das nächste, was wir machen, ist, und zwar machen wir uns schon mal unser Tuch. Und zwar, wir gehen auf Ebene, ziehen ein bisschen hoch, machen die dementsprechend ein bisschen größer. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also, ich glaube, das Licht ist ein bisschen im Weg. Ah ja, da ist es nämlich. Dann ziehen wir das ein bisschen hoch. So, da sehen wir auch ein bisschen mehr. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Also zum einen, um die Linien zu sehen, gehen wir hier auf Darstellungen, Linien. Dann haben wir die Polygone, also die Segmente, die angezeigt werden. So, ich werde das erstmal kopieren, STRG und V. Ihr müsst es nicht machen, aber nur halt zum Angucken. Und zwar machen wir erstmal aus, damit wir es nicht sehen können. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, also wir gehen auf Segmente, gehen beispielsweise mal auf 200 mal 200. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen krass, aber okay, versuchen wir mal. Müssen dazu C drücken, also um es editierbar zu machen. Ihr könnt auch hier oben mit der Maus drauf gehen. Dann wählen wir uns die Ebene an, klicken hier bei der Ebene Rechtsklick auf Simulieren. Und zwar nehmen wir uns unser Kleidungstag. Dann gehen wir auf quasi auf unser Podest, das wir haben. Ist eigentlich egal, ihr könnt wirklich irgendwas nehmen, was ihr wollt. Eine Kugel, ein Zylinder wie ich jetzt, ein Dreieck, ein Fünfeck, irgendwas, könnt ihr euch was machen. Eigentlich für euch Wumpe. Gehen hier auf Simulieren, gehen auf Kleidungskollision. So, und wenn wir das jetzt mal abspielen, sehen wir, das wird eine Zeit lang dauern, weil der muss jetzt alle, sind ja quasi 200 mal 200 Pixel, also nicht Pixel, sondern eher Segmente, die muss er jetzt einzeln kalkulieren. Das dauert halt eine Weile. Ihr seht jetzt, langsam bewegt sich das abwärts hier mit der Timeline. Gut, ich habe jetzt auch keinen High-End-PC, aber trotzdem, ich glaube, selbst ein guter PC geht ein bisschen zugrunde. Und das dauert natürlich dann dementsprechend lange. So, wenn es angekommen ist, jetzt sehen wir das schon. Er stülpt sich quasi so rüber. Sieht eigentlich schon ganz cool aus, muss ich sagen. Ist auch relativ fein alles. Gut, jetzt sehen wir halt hier, gibt es ein paar Unebenheiten. Gut, das kann man gleich eh nochmal fixen. Aber ich empfehle die Methode sowieso nicht, weil das ist, wie gesagt, dauert halt zu lange. Und ja, deswegen machen wir Stopp. Ich glaube, ihr seht, was wir erreichen damit. Deswegen pausieren wir es, deswegen machen wir hier unsere Ebene weg. Deswegen habe ich die gerade kopiert gehabt. Dann machen wir die an. Lassen jetzt mal Segmente 2020 und machen dasselbe Spielchen wie gerade auch. C drücken, rechte Maustaste, simulieren, Kleidung und ab die Post. So, jetzt gucken wir mal. Zum einen geht es wesentlich schneller.
Sieht aber dementsprechend ein bisschen verpixelter aus, weil das ist natürlich dementsprechend große, viele Poly also große Segmente, weil er berechnet natürlich anhand den Segmenten und wenn die halt groß sind, sieht es halt irgendwie kacke aus. Aber das können wir auch fixen und zwar indem wir, wie gesagt, jetzt gehen wir hier, machen wir Stopp, gehen hier auf, haben wir es auf, machen wir Subdivision Surface rein, heißt, dass es einfach abgerundet wird und voilà. Sieht auch schon mal nett aus. So, das Einzige, was ich jetzt natürlich machen würde, ist, weil 20 ist wirklich ein bisschen zu wenig. Deswegen ist natürlich okay, aber ich mache trotzdem mehr. Also ihr könnt jetzt mit STRGZ einfach mal zurückgehen. Machen dann anstatt 20, machen wir hier mal 50 mal 50. Das ist auch noch okay. 50 mal 50 und machen wie gesagt Spielchen nochmal. Leben auswählen, C drücken, rechte Maustaste simulieren und Kleidung. Und voilà, jetzt machen wir mal. So, das sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. Natürlich immer noch sehr nicht so smooth. Deswegen machen wir uns ein Subdivision Surface wieder rein. Und voilà, sehen wir, das sieht auch schon mal ganz cool aus. So, ja, so mit den Falten hier, also sieht auch echt schicke aus, wenn wir das rendern würden. Sieht es ungefähr so aus. Das sieht doch ganz nett aus. So, jetzt machen wir uns das unser Material. Und zwar gehen wir hier mit der Maustaste, gehen auf unser Editor, gehen auf Farbe, machen da so einen kleinen Farbverlauf rein. Dementsprechend Fresnel. Gehen auf unser Fresnel drauf. Machen uns hier verschiedene Abstufungen. Also deswegen klicken wir mit der Maus einfach ins Feld rein. Dann können wir uns eine andere Farbe nochmal aussuchen. Heißt, wir gehen hier auf unser erstes, machen das, weil wir machen unsere Seide rot. Dementsprechend machen wir das ein bisschen pink, also pinkisch quasi. Dann hier, das machen wir ein bisschen rot-pink, also schon ein bisschen rot, röter. Und das machen wir so Bordeaux-rot. So, das sollte doch schon, ja, okay, das gut, okay, aussehen, können wir gleich nochmal ändern. So, jetzt wollen wir das selber natürlich in der Spiegelung auch einfügen. Deswegen machen wir es ganz einfach. Wir gehen auf Textur hier, gehen auf Textur Shader kopieren, gehen auf Reflektivität, gehen auf Hinzufügen, wählen uns irgendein aus, ist eigentlich völlig egal. Jetzt könnt ihr das natürlich machen, wenn ihr bei ihr Farbe auf Textur geht, könnt ihr natürlich Fresnel wieder anwählen und das machen wir gerade auch. Ist okay, aber schneller zu machen geht, Shader einfügen. Und voilà, hat das eingefügt. Genau, gehen wir hier auf die Observationsfarbe. Also das ist quasi die Farbe, die aufgenommen wird. Also jetzt weiß, das ist quasi, wird halt gespiegelt. Dementsprechend das Weiß, wird halt aufgenommen. Das wollen wir als kein Rot im klassischen Sinne, sondern eher so ein Dunkel haben. Dann bei der Spiegelung, also Rauheit, machen wir rau, so Mitte 30, glaube ich, ist okay. Das sieht doch schön aus. So, dann ziehen wir uns das hier rauf. Rennen wir uns nochmal. Und wie wir sehen können, sieht es doch schon mal nett aus. Ja, kann man nicht nein sagen. Das sieht doch schon nett aus. Sieht doch echt ganz okay aus. So, jetzt ist natürlich so, um das ein bisschen zu tweaken alles, sehen wir hier natürlich dann den Tisch rausgucken. Das sieht natürlich doof aus, wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, das können wir beheben und zwar, weil wenn wir jetzt, also machen wir das als erstes mal ein bisschen kleiner, weil wir sehen können, das hängt auf dem Boden. Das wollen wir nicht haben. Deswegen gehen wir wieder auf unser erstes Dingsgedöns. Und ziehen uns das erstmal ein bisschen kleiner. Dann müssen wir unseren Tag kurz rausnehmen. Ziehen uns das ein
Bisschen kleiner, ich denke, so ist okay. Ja. Nehmen wir dann wieder unseren Tag. Simulieren, simulieren, wo simulieren? Wo haben wir dich? Auf Kleidung. So, jetzt, wenn euch das nicht gefällt, wenn es so glatt ist, das ist natürlich kein Problem. Geht hier auf Relief. Geht auf Textur, geht auf Noise. Jetzt haben wir das natürlich sehr noisig, das wollen wir nicht haben, deswegen NVL Noise. Den anderen war auf, wo hatten wir es? Stubel. So, jetzt haben wir das so. Und das müsste jetzt definitiv besser aussehen. Wir können ja mal einen Test machen, wenn wir das jetzt Ganze fallen lassen. Ja, okay, das sieht doch von der Höhe. Ja, das sieht von der Höhe auch okay aus. Dann machen wir mal Pause. Rendern wir mal. Und ja, sieht doch okay aus. Super. Genau, jetzt sehen wir auch ein bisschen Unebenheiten und es sieht natürlich wesentlich besser aus. Weil es schimmert auch ein bisschen und es sieht auch ganz. Sieht doch schön aus. So, aber wie gesagt, das kümmern wir mal uns darum. Und zwar, das können wir folgendermaßen machen, wenn wir jetzt auf Frame 0 gehen, gehen wir hier auf Simulieren. Na, wo haben wir es? Simulieren, Kleidung, unsere Kleidungsoberfläche. Die Oberfläche machen wir dann, also unterhalb vom, also die Ebene als unter Punkt von der Oberfläche und die Oberfläche als Unterpunkt vom Subdiffusion Surface. So, weil, okay, wenn wir das, ja gut, wenn wir das rausnehmen im Endeffekt, also ihr seht ja, momentan ist es flach, weil eine Fläche ist halt flach, da gibt es keine Höhe. Und deshalb gehen wir hier auf die Oberfläche und gehen auf Dichte von 0, beispielsweise mal auf 3. Und voilà, haben wir das ein bisschen erhöht. Das wollen wir natürlich nicht übertreiben. Also ihr könnt natürlich wesentlich höher gehen. Jetzt sehen wir halt, gibt es ein bisschen Erhöhung. Jetzt, wenn wir halt so eine Seide haben oder sowas, ist natürlich gewisse Dicke da, aber halt nicht so extrem. Deswegen, wenn wir das jetzt mal Play drücken, dauert es natürlich schon auch seine Zeit. Das ist natürlich immer von eurer Hardware abhängig. Aber deswegen versuchen wir mal. Und wie wir sehen können, legt sich das jetzt ganz schön und ein bisschen zerknittert, was auch echt cool aussieht im Endeffekt. Hier auf unseren Tisch, sage ich mal. Und das ist das, was wir letztendlich haben wollen. Dann lassen wir das ein bisschen auswedeln, sage ich mal. Und ungefähr. Da, das sieht doch schön nett aus. Ja, okay, ein bisschen mehr. Das ist nicht so wabbelt. Naja, okay, gut. Und rendern wir mal. Und voilà, haben wir eine schöne Seide erstellt. Finde ich ganz cool. Gut, jetzt sind wir auch schon wieder über 10 Minuten rüber. Deswegen würde ich sagen, war es soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr mich noch unterstützen wollt. Lasst wie gesagt ein Abo da, aktiviert die Glocke und ihr könnt mir gerne schreiben in die Kommentare, wenn ihr noch was anderes wissen wollt. Das Projekt findet ihr auch zum kostenlosen Download in der Videobeschreibung. Dann müsst ihr euch das Ganze nicht antun. Dann könnt ihr euch das einfach downloaden, wenn ihr euch die Zeit ein bisschen sparen wollt. Ansonsten würde ich sagen, ja, danke fürs Zusehen. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und haut rein. Bis dann. Ciao.